Ich habe ja auch erst in der zweiten Hälfte meines Lebens bestimmte Themen angefasst, die ich als junger Mensch erlebt habe. Wenn man jung ist, lebt man erstmal von der Hand in den Mund. Man quetscht seine Pubertätspickel aus und macht die Erfahrung, dass die Leiden, die man selber gerade hat, immer die schlimmsten auf der Welt sind. Das gilt aber auch für Völker. Das gilt auch für Literaturen, für Kulturen. Haben Sie mal keine Eile. Das wird schon.